Wenn wir morgen früh aufwachen, direkt mit Blick auf Machu Picchu. Hola, hola, good morning. Good morning. Oh yeah, please. Yes, yes. Tag 4. Wir haben heute Nacht ein klein wenig Regen bekommen. Es regnet immer noch. Es ist nicht so schön. Ich sehe den Machu Picchu nicht. Aber ich glaube, es zieht auf. Und jetzt brauche ich erstmal Kokate, denn ihr merkt, ich bin noch nicht so richtig. Okay, see you later, alligator. Wir haben gerade gefrühstückt, war wieder richtig, richtig lecker. Und da es das letzte Frühstück heute mit unserer kompletten Crew war, haben wir sogar einen Kuchen gekriegt. Richtig krass. Wetter, es hört jetzt langsam auf, wenigstens zu regnen, aber es ist noch sehr nebelig. Deswegen stecken wir mal die Kamera weg und hoffen, dass es gleich aufzieht, dass wir euch ein bisschen die Strecke zeigen. Heute wird nämlich viel gelaufen, aber es soll relativ flach sein. Von daher nicht mehr so anstrengend. Das war mal eine sehr nice Brücke. Die vermorschten Holzdielen, die sind jetzt vielleicht nicht so geil und das wackelt ziemlich, aber nein, wie soll man sonst auf die andere Seite rüberkommen? Da sind wir doch bald an unserem Endziel. Aber wir wissen ja eigentlich, der Weg ist das Ziel. Aber wir freuen schon sehr, sehr auf Machu Picchu. Irgendwo da hinten ist es. Wir sind am Checkpoint angekommen. Hier werden unsere Ausweise kontrolliert. Wir werden eingetragen. Also die Wanderung am Tag 4 ist bislang mit Abstand die einfachste. Wir haben jetzt noch 10 Kilometer bis Aguas Calientes. Und die Views sind wunderschön. Überall die Berge hier mit den Wolkenverhang. Schon sehr, sehr schön. Wir hatten jetzt gerade unseren letzten Lunch mit unserer kompletten Crew. Die verabschieden sich hier. Jetzt kommt nur noch unser Guide mit. Das war irgendwie voll traurig. Das haben wir ein paar Tage miteinander verbracht. Und es war echt sehr lustig. Die haben so lecker gekocht. Ja, und jetzt geht's 3 Stunden die Zugstrecke entlang gelaufen nach Aguas Calientes. Näher. Da oben ist der Machu Picchu. Und da durch das Tal müssen wir jetzt noch 10 Kilometer. Irgendwie ist das ja schon ganz komisch. Man läuft jetzt hier seit 4 Tagen durch die wunderschönste Natur, hat schöne Berge, Gletscher und alles. Und je näher man dem Machu Picchu kommt, desto mehr kribbelt es dann doch irgendwie dort zu sein. Auch wenn eigentlich der ganze Track ein absolutes Highlight ist. Wir freuen uns jetzt trotzdem sehr auf den Machu Picchu und auf eine heiße Dusche in Aguas Calientes. Übrigens die Strecke, wo der blaue Inca Ray sonst immer fährt. Und hier kann man immer laufen. Der Zug fährt recht langsam. Das heißt, es ist nicht gefährlich. Ja.
irgendwie falsch gefühlt. Wir laufen einmal um den Machu Picchu heute herum, um dann morgen auf der anderen Seite hochzufahren. Man könnte vielleicht meinen, dass der vierte Tag hier ein bisschen langweiliger ist, hier an den Zuggleisen entlang zu fahren. Ist es aber auch nicht, weil der Fluss, dieses Tal, durch das man durchläuft, die Blicke immer wieder auf Machu Picchu, ist schon auch sehr, sehr schön. Also macht wirklich Spaß und ist, also ich würde mal sagen, bislang der einfachste Hiking Day. Guck mal ganz kurz zur Tina, was sagt die? Nickt. Wir sind übrigens auch wieder unter 2000 Meter, also ich kann nichts mehr auf die Höhe schieben, wenn ich irgendwas falsch sage. Neben der Möglichkeit, per Serkan-Teil-Track zum Machu Picchu zu kommen, gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit, oder die unterschiedlichen Möglichkeiten, mit dem Zug hierher zu kommen. Wahrscheinlich die meist genutzte ist, bis nach Hydroelektrika fahren, dort in den Zug steigen und dann bis nach Aguas Calientes und auch zurück. Sieht so aus, als wären wir bald da. Aguas Calientes, wir sind gleich da. Das Hotel und eine heiße Dusche rufen. Richtig krass, endlich hier zu sein. Wahnsinn. So lange davon geträumt und jetzt bin ich da. Arriba, arriba, arriba. Abajo, abajo, abajo. Adentro, 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 adentro. Wir haben gerade gegessen. Wir haben ein Bierchen mit unseren neuen amerikanischen Freunden getrunken und unseren peruanischen Freunden natürlich auch. Wir sind jetzt sehr, sehr müde, gehen ins Bett und morgen früh geht's weiter. Weiter zu Machu Picchu. Und darauf freuen wir uns extrem. 5 Uhr klingelt der Wecker. Nee, 5 Uhr müssen wir frühstücken, also früher. Und ich glaube, es wird einfach nur Wahnsinn. Wir sind jetzt sehr müde. Bis morgen. Ciao. Guten Morgen. Wir haben 4.58 Uhr. Unsere Sachen sind gepackt. Wir gehen jetzt runter zum Frühstücken. In einer halben Stunde geht unser Bus Richtung Machu Picchu hoch. Wir sind schon super aufgeregt und freuen uns einfach, dass es heute soweit ist. Mehrere Tage Wandern und Arbeiten liegen hinter uns. Und heute kommt die Belohnung. Let's go! Wir nehmen jetzt erstmal den Bus nach oben. Und dann sind wir da am Ziel der Träume. Machu Picchu. Normalerweise steht hier von da unten bis ganz da oben eine Schlange mit Menschen, die Busse nehmen wollen. Und ich sehe, glaube ich, gerade so 3 oder 4 Hansele. Das heißt, dass wir wahrscheinlich den ersten Bus zum Machu Picchu nehmen können. Wir sind einfach mal allerersten, die hier reinlaufen. Wie krass! Also es ist kaum was los. Wenn man Bilder von Normales sieht, wo einfach alles voll ist mit Menschen. Hunderte warten. Oh mein Gott! Wir sind jetzt einfach am Machu Picchu und vor allem, wir sind alleine hier. Es ist gerade einfach niemand hier. Es ist so, so cool. Und ja, mit dem Wolkenspiel dahin, das sieht einfach so magisch aus. Es ist einfach so mega happy. Richtig, richtig gut. Und die Wolken ziehen jetzt so langsam weg. Das heißt, gleich haben wir dann so den ultimativen Blick auf den Machu Picchu. Wie cool ist das denn?
hinter mir seht ihr das Guardhaus. Da sind 8 Straßen zusammengekommen, überall aus Südamerika. Und ja, die haben quasi den Einlass nach Machu Picchu geregelt. Machu Picchu durften nur die sehr wichtigen Menschen rein. Und direkt daneben ist ein Riesenstein. Und hier wurden die ganzen Opfergaben den Göttern dann auch gewidmet. Also Lamas hier geopfert. Ziemlich interessant, dass dieses Häuschen komplett Südamerika verbunden hat. Machu Picchu means all mountain. And Machu Picchu was the name of this mountain in that direction. Machu Picchu was built around like 1300 or 400. Machu Picchu was not finished yet by the time that the Spanish arrived. Again, this is Joel, best guide ever. He organized that we are alone at Machu Picchu. War unser Camp. Unser Guide hat erzählt, dass er schon ein paar hundert Mal hier war. Und er war gerade so geflasht, weil es zum ersten Mal so leer ist und man den Fluss von unten hört und das Vogelgezwitscher. Ich meine, sonst ist es hier so laut, weil die ganzen Touristen so viel quatschen. Also es ist was richtig Besonderes hier. Die Inkas haben übrigens nur Steine genommen, die schon lose sind, also nie vom Berg was richtig genommen. Und wenn sie das wirklich machen mussten, dann mussten sie davor eine Opfergabe geben und quasi den Berg fragen, ob es in Ordnung ist, etwas von ihm zu nehmen. Es ist ja weiter ein Mysterium, wie diese ganzen Steine auch geschnitten worden sind. Und es gibt unterschiedliche Theorien und eine der Theorien, die wir heute auch noch gehört haben, dass die in kleine Spalten Salz, das aus Maras kam, und Wasser reingemacht haben. Und nach einigen Monaten hat sich das Salz dann quasi durch den Stein durchgefressen, richtig, richtig gerade. Mit Sand vom Meer haben die es dann schön poliert. Also wirklich mega, was die damals schon gemacht haben. Super interessant. Die können am Baustil sagen, von wo die Inkas herkommen. Das heißt, das ist der peruanische Tempel und das ist der bolivianische. Also der wurde von Peruanern und das wird der von bolivianischen Inkas gebaut. Und der Tempel heißt Dreifenster-Tempel. Wurde meditiert, also das ist quasi das Yoga-Retreat der Inkas gewesen. Oh, this is. To the south, it was knocked down by Tuscania Beer Company. You see, like a piece of rock is missing there. Hinter mir seht ihr den wichtigsten Stein der Inkas überhaupt, weil hier einmal im Jahr, wenn die Sonne runterfällt, kein Schatten geworfen wird. Und deswegen haben sie gesagt, dass es hier die Mitte der Welt ist, also am Äquator. Die haben mal ein bisschen gefuscht, die haben, glaube ich, 13 Grad oder so diesen Stein ein bisschen anders gemacht, sodass kein Schatten entsteht. Wäre wirklich richtig ausgerichtet, würde trotzdem jeden Tag im Jahr ein Schatten hier fallen. Ein Inka hat es rausgefunden und ist nach Ecuador gereist, wo dann tatsächlich ja der Ecuador ist. Aber dann kamen die Spanier zur gleichen Zeit und es wurde nie aufgelöst. Und deswegen ist Cusco der zentrale Punkt der Inka-Welt geblieben. Und Fun Fact, vor einigen Jahren hat hier eine Werbung stattgefunden von einer Bierfirma, von einer Brauerei hier aus Peru. Und die haben irgendwas fallen lassen und haben einfach diesen Stein ein bisschen zerstört.
Machu Picchu ist übrigens seit 2007 eines der 9 Weltwunder. Und durch diese Nominierung wurde Machu Picchu auch erst so richtig berühmt. Also unser Guide meinte, vor 2007 hat sich hier eigentlich keiner für interessiert. Und erst dann kamen wirklich die Touristen. Das hier ist der Tempel des Condor. Die Flügel, da unten ist der Kopf und der Hals. Ausgeklügelte Wassersystem. Überall. Das ist quasi ein natürlicher Filter. Und hier läuft das Wasser runter. Ich habe Leute hören sagen, dass Machu Picchu die Reise nicht wert ist. Zwar nur wenige, aber den wenigen muss ich absolut widersprechen. Es ist einer der krassesten Orte, die wir jemals besuchen durften. Und einfach so ein Wahnsinn. Jeder, der die Chance hat, kommt zu Machu Picchu. So, zurück nehmen wir jetzt den bequemeren Weg. Wir wollen nämlich nicht alles zurücklaufen und hier gibt es hier so eine richtig coole Bahn, die Root Rail. Und ja, ist ein richtig geiler Oldschool-Zug und damit fahren wir jetzt nach Ola Tacambo. Und von da aus geht es dann mit dem Van zurück nach Cusco, wo wir nur noch tot ins Bett fallen werden. Aber bis dahin genießen wir auf jeden Fall die Fahrt nach Ola. Auch eine schöne Aussicht hier. Buenas noches, amigos. Wir sind gerade von Alpaca hier wieder abgesetzt worden und haben jetzt 5 Salkantay-Track hinter uns. Und wir müssen sagen, es war einfach nur der Wahnsinn. Also was wir gesehen haben, was wir gelernt haben über das Land, was wir gelernt haben über uns. Ja. Und ja, einfach die gesamte Expedition war einfach nur ein Traum und hat so wahnsinnig viel Spaß gemacht. Vielen Dank nochmal an Alpaca Expeditions. Ja, absolut. Richtig gute Organisation. Mhm. Also es war echt alles on point organisiert. Ja. Wir haben uns gut aufgehoben gefühlt. Ja. Das Essen war unglaublich gut. Unser Guide war super nett. Shoutout an Joel. Ja, das hat richtig Spaß gemacht. Es hat alles gepasst, die ganze Gruppe. Also richtig, richtig gut, können wir wirklich aus tiefstem Herzen empfehlen. Absolut. Hat Spaß gemacht. Wir schmeißen uns unter die Dusche und dann ins Bett. Ja. Und ja. Sehen uns beim nächsten Mal. Sehen uns beim nächsten Video. Genau, könnt ihr mal schreiben, was euch am besten gefallen hat. Genau. Ich habe so eine leise Ahnung, was es war, aber schreibt es mal in die Kommentare. Genau. Wenn euch das Video gefallen hat, natürlich gerne ein Like da lassen. Und wenn ihr bei unserem nächsten Abenteuer mit dabei sein möchtet, dann kostenlos abonnieren. Wir freuen uns über jeden, der mit uns mitreist. Absolut. Also, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.